Kennt ihr das? Ihr sitzt gerade in der Schule, beziehungsweise wir haben 2021, lost. Ihr sitzt gerade im Online-Unterricht natürlich und dann labert euer Lehrer irgendwas und ihr denkt euch so, dieses Wort hast du gerade definitiv erfunden. Ja, so ging es mir vor ein paar Tagen. Jetzt mal ernsthaft, kann mir jemand erklären, was der Begriff Daseinsgrundfunktion zu bedeuten hat? Ja, komm. Sehr schön. Let's go. Also, ich weiß inzwischen schon, was eine Daseinsgrundfunktion ist. Aber Bruder, also trotzdem, manche Begriffe, muss man sagen, müssen einfach nicht sein. Zum Beispiel alles, was mit Deutsch zu tun hat. Erstmal ernsthaft den Scheiß, den wir ja teilweise in Deutsch lesen. Also vor allem, ich bin und bleibe dabei, das, was man in Deutschunterricht macht, hat absolut nichts mit Deutsch zu tun. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr jemals einen Moment in eurem Leben hattet, wo ich dachte, Gott sei Dank, habe ich das in Deutsch gemacht. Das hat jetzt mein Leben nachhaltig bereichert. Sagt mal, ob ihr einen einzigen Moment in eurem Leben hattet und ich werde es euch nicht glauben, wenn ihr sagen würdet, dass es passiert ist. Ich muss euch mal ganz kurz was vorlesen. Das ist einfach eine zufällig aufgeschlagene Seite aus meinem absoluten Lieblingsbuch. Abends, da er sich in der übelsten Laune von der Welt bei einer öffentlichen Tafel eingefunden hatte, traf den Forstmeister an, der ihn auch sogleich befragte, ob er seinen Antrag in V glücklich angebracht habe. Der Graf antwortete kurz nein und war sehr gestimmt, ihn mit einer bitteren Wendung abzufertigen. What the fuck, bro? Aber jetzt mal ernsthaft, oder auch meine Hausaufgabe für diese Woche in Deutsch. Analysiere das Lied vom achten Elefanten. Bruder, also jetzt mal ernsthaft, was haben die Leute, die früher Bücher geschrieben haben, geraucht? Jetzt mal ernsthaft, wie kommt man auf so eine Scheiße? Und vor allen Dingen, was bringt mir das im späteren Leben? Chill mal, ich lese gerade nach, wie die Scheiße heißt. Jetzt mal ernsthaft, also analysiere das Lied vom 8. Elefanten. Ich kann schon wieder kotzen. Weil vor allem, man muss sich halt auch mal geben, irgendwer hat dafür Geld bekommen. Das ist das Schlimmste eigentlich daran. Also ich frage mich wirklich, ich weiß wirklich nicht, was mir das vor allen Dingen im späteren Leben bringen soll. Ich glaube, dass es noch nie in der Geschichte ein Bewerbungsgespräch gab. Wo der Typ dann gesagt hat, yo. Ja, Digga, wie combo ich erst geragequittet. Perfekt, Digga. Ich glaube, dass es noch nie ein Bewerbungsgespräch gab, wo der Chef sagt, yo, du hast den Job, aber nur, wenn du jetzt das Lied vom achten Elefanten analysieren kannst. Yo, wahrscheinlich. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das schon mal passiert ist. Also schreibt mir mal bitte wirklich in die Kommentare, ob ihr in Deutsch auch sowas Grauenhaftes machen müsst. Oder ob ihr irgendwas macht, was tatsächlich mit Deutsch zu tun hat. Naja, I guess, das wird dann, glaube ich, auch der letzte Kampf. Schreibt mir mal auch sehr gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Videoformatwünsche. Schreibt mir die mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Weil in letzter Zeit bin ich immer so ein bisschen ideenlos. So, Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir einfach mal einen netten Kommentar unter das Video schreibt und einen Like lasst. Abonniert mich auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um kein Stuff mehr von mir zu verpassen. Folgt mir auch auf meinen anderen Socials, vor allen Dingen auf meinem Twitch. Da kommen im Moment relativ viele Livestreams. Links dazu sind allesamt in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall auch bei meinem Netzwerk Arctic Place vorbei. Auch die sind unten in der Beschreibung und folgt denen überall, wo es die gibt. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Computer sagt nein.